wären wir mal wieder bei einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playageddon. Yo, heute stehen mal wieder Besuche an. Es ist Mittwoch, heiß Besuche und ich würde mal sagen, wir fangen auch mal direkt an. Der erste, der besucht wird, ist der Markus Boss. Eins, er hat mir geschrieben, dass er seinen Namen geändert hat. Ja klar, ist ja kein Problem, wenn man den Namen ändert, dann können wir ihn trotzdem besuchen. Sieht ein bisschen zerstört aus, aber hindert uns ja nicht, ihn trotzdem zu bewerten. So, den Barbarenkönig gradest du gerade auf 9, ab noch ein Level, dann hast du ihn auf 10. Heißt, das zweite Fähigkeitslevel wäre freigeschaltet, was du wahrscheinlich auch selber wissen wirst. Die Bogenschützenkönigin ist auf 7. Minenwerfer auf 6, gradest du gerade ab auf 5. 6, 6, ja, die kannst du natürlich auf 7 machen, bis der Rat ist Level 9. Ja, ist aber noch, ja. Ich würde dir empfehlen, das nächste Mal wirklich auf 7 zu starten und die Magiertürme würde ich dir empfehlen. Mindestens auf 6 zu machen, das ist wirklich sehr wichtig, dass du dies tust. Und ich würde dir empfehlen, die Lager etwas weiter reinzustellen. Dann könntest du besser farmen, denn wenn du mal die Lager voll hast, kann man die eigentlich relativ leicht wegbatschen. Naja, du hast die über Riesenbomben hingesetzt, aber vielleicht sind einige mal so schlau, setzen einige Barbarians und Bogenschützen dahin und dann ist eine Riesenbombe ausgelöst, kostet auch 12.500. Ist sogar nicht ganz günstig, also vielleicht solltest du dir mal was anderes überlegen. Kommen wir mal zur Aufstellung des Dorfes. Die Klarenburg ist relativ weit außen, da würde ich mir eventuell noch was Neues einfallen lassen, aber vom Level her scheint doch eigentlich alles so relativ in Ordnung zu sein. Natürlich bist du ein bisschen früher auf Rathaus Level 9 gegangen, ist aber Entscheidungssache, du hast ja auch schon einige Mauern auf 9. Ich hätte vielleicht erstmal was anderes geupgradet, aber naja, kannst du ja eventuell mit Elixier geupgradet haben, wobei deine Truppen, ja, ich hätte erstmal deine Truppen gemacht. Also was ich dir empfehlen würde, lass die Mauern erstmal, sind alle auf Level 7. Also, ich würde mal sagen, das reicht erstmal. Dann würde ich erstmal upgraden die Bogenschützentürme. Nachdem du aber erstmal, was ganz dringend ist, die Magiertürme. Die sollst du bestimmt, die musst du unbedingt auf Level 6 machen und dann noch die Minenwerfer auf Level 7. Dann kannst du dich um die Bogenschützentürme kümmern. Dann können langsam die Kanonen kommen. Dann die Magiertürme Level 6. Und dann läuft das doch alles, würde ich sagen. Jo, ich würde mal sagen, wir besuchen den nächsten. So, der nächste, der besucht wird, ist der liebe Tristan 2000G. Rathaus Level 8. Oh, ich dachte als erstes 9, denn ich habe irgendwas. Ja, frag mich nicht, wieso ich das gedacht habe. Auf jeden Fall. Luftfeger ist auf Level 2. Meiner wird ja schon auf 3 geupgradet. die Luftabwehren sind auf Level 6. Die Minenwerfer auf Level 6. Was das Maximum betrifft, Magertürme Level 6. Die Lager stehen nicht so weit außen, da noch einige Mauern davor sind. Mit Bogenschützentürmen, die schützen. Von der Ausstellung her würde ich sagen, im ersten Augenblick sieht das eigentlich relativ nice aus. Du kannst mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie die Base ungefähr bei Angriffen hält. Würde mich mal interessieren. So, dein dunkles Lager scheint nicht schlecht gefüllt zu sein. 25.000 ist auf jeden Fall mehr als bei mir momentan drin, da ich ja gerade den Barbarenkönig auf 13 mache. So, Kanonen Level 10 Maximum, kannst nur noch die Bogenschützentürme upgraden, dies tust du auch. 3 Grades du gerade schon ab. Happy, würde ich sagen. Jo, ich würde auch sagen, an deiner Base gibt es eigentlich nichts zu verbessern. Sieht alles nice aus, beinahe alles auf Maximum. Du machst auch gerade die Teslin hoch, zumindest ist einen hier. Auf Level 5, geh noch auf Level 6, aber ich glaube, da kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen. Level 4, Level 4. Ja, du kannst nur noch die Teslin upgraden. Wie gesagt, ein paar Mauern in der Mitte hast du auch schon angefangen. Riesenbomben sind sogar auf Level 3. Da sollte ich mir mal ein Beispiel nehmen. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht geupgradet, aber ich lasse mir ein bisschen Zeit damit. So, gucken wir uns mal deine Truppen an. Ja, 4, 4. Ja, wobei, alle Truppen sind auch noch nicht Max, aber ich meine, sowas wie Riesen oder Kobold ist ja optional. Wenn du die nicht oft benutzt, musst du die auch nicht upgraden. Sieht halt nur schöner aus, wenn du alles geupgradet hast. Aber ich sag nur so, kannst dir ruhig damit Zeit lassen und ja. Top, besuchen wir den nächsten. So, der Colishow wird jetzt besucht. Rathaus Level 9. Eigentlich eine relativ nice Base. Ich meine, ich hatte mal so eine ähnliche, zumindest in der Mitte. So, Magiertürme Level 6. Beziehungsweise einer auf 4, der andere ist auf 6. Was darauf deuten lässt, dass du nicht allzu lange auf Rathaus Level 9 bist, kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. So, Minenwerfer 6. 5 sogar noch, okay. 7, 7. Ich hätte den davor erst auf 6 gemacht, aber ist ja Geschmackssache. Hier noch einige Lager sind noch nicht so hoch vom Level her. Also noch ein Indiz darauf, dass du noch nicht allzu lange auf Rathaus Level 6 bist. Ja, genau, 6. auf 9.
So, die Truppen scheinen doch alle Max zu sein, wobei, ja. Verbesserungsvorschläge gibt es eigentlich allzu viele. Ja, ich muss mich heute eigentlich relativ kurz halten mit den Besuchen, weil sich 8 beworben haben. Also, je mehr sich bewerben, desto niedriger bzw. nicht so konstruktiv fällt die Kritik dann aus auf meiner Base. Also, Verbesserungsvorschläge bzw. Upgrade-Vorschläge. Ich würde sagen, grade als erst die Magiertürme auf 7 ab. Dann, naja, erst die Minenwerfer auf 7 und dann die Magiertürme auf 7. Dann kannst du dich um die Einzelziele kümmern, wie zum Beispiel Luftabwehren oder, ja, Luftabwehren würde ich sogar vor Bogenschützentürmen und Kanonen machen. Aber hör nicht auf den Player, genau, denn, ja. Ich kann mich auch mal irren, aber ist ja mein Tipp, was ich so halte davon. Jo, den Luftfeger kannst du eventuell bald noch reinstellen, aber meine Meinung zum Luftfeger ist, der ist eigentlich relativ unnötig, bringt noch nicht so viel, denn man kann einfach nur von der anderen Seite angreifen und schon hat man das Problem gelöst. Also, ja. Ich würde mal sagen, wir besuchen die nächsten. Ich hoffe, Colosso, die stört es nicht allzu sehr, wenn die, Base Review, nicht so lang geworden ist. Aber es gibt hier nicht zu viel zu verbessern. Denn der Dorf ist eigentlich relativ nice, es sei denn, das dunkle Lager kannst du noch ein bisschen reinstellen. Die Mauern auf 8 und dann läuft's doch. So, lieber Marcel aus dem Clan, erste Klasse. Du scheinst da anscheinend nicht mehr drin zu sein. Zumindest habe ich hier gar keinen gesehen, den neuen Clan kannst du mir ruhig in die Kommentare schreiben, dann wirst du nächste Woche Mittwoch besucht. Ist gar kein Problem. Neuen Kürzel unterschreiben und dann passt das schon. Lieber Efe, ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen, wolltest du ja, dass ich es mache. Ich habe dich in dem Clan nicht gefunden. Schreib mir noch deinen neuen Clan unten in die Kommentare und dann wirst du besucht. Lieber Camino2, du bist auch anscheinend nicht mehr im Clan. Ich habe den Hashtag kürzlich eingegeben, aber jo, auch du scheinst nicht mehr drin zu sein. Schreib mir noch deinen neuen Hashtag-Kürzel in die Kommentare. Bleib am besten in den Clan drin und dann kannst du auch besucht werden. Also, yo, 007 Gamer 10. Du bist auch nicht mehr im Clan drin. Läuft heute super. Aber wie viele haben wir besucht? 1, 2, 3. Einer wird noch besucht. Ich werde die Clan-Suche mal wegcutten. Also bis gleich. So, der liebe Xernax wird jetzt besucht. Du bist ja immer fleißig unter meinen Videos am Kommentieren. Dafür bin ich dir auf jeden Fall dankbar. Solche Fans wünscht sich auch jeder YouTuber. So, jetzt kommen wir zu deiner Base. Rathaus Level 8, Mauern Level 7, Clanbook in der Mitte, deckt soweit alles ab. Luftabwehren auf 5, eine machst du auf 6, also Max. Luftfeger machst du auf 2, die Minenwerfer sind auf 5, was ich dir empfehlen würde. Zieh die hoch auf 6, denn die sind eigentlich relativ wichtig, so flächenschädenmäßig her. Magietürm auf 5, würde ich dir empfehlen, auf 6 zu ziehen, ist wirklich auch sehr wichtig. So, die Kanonen, beziehungsweise, yo, 2 machst du gerade auf 10, also aufs Maximum, also willst du die Kanonen maxed outen, wenn das so ausgesprochen werden mag und wenn das so heißt. So, Bogenschützentürme scheinen auf 10, beziehungsweise 9 zu sein, ich weiß nicht, ob ich auf 10 komme. So, meine Empfehlung an dich, wie gesagt, mach die Magietürme auf 6, dann die Minenwerfer auf 6, dann die Bogenschützentürme auf 6 und die Luftabwehr machst du ja gerade schon auf 6, beziehungsweise eine. Jo, dann kannst du die Mauer noch hochziehen. Ich würde dir empfehlen, die auf jeden Fall hochzuziehen. Ich habe es nicht getan und ich bereue es jetzt dafür, weil der Rathaus Level 9er Loot etwas schlechter ist. Wobei, Supercell hat es jetzt eigentlich so gemacht, dass der Loot auf den höheren Rathausstufen etwas besser wird. Und danke dafür, zumindest ist das mal nur noch. Also ich bin jetzt ein Rathaus Level 9er, dass ich sozusagen nur noch Rathaus Level 9er, 8er und 10er finde. Also so ungefähr auf meiner Gegend und nicht mehr sowas wie 6 oder 5er. Das kann natürlich auch passieren. Finde ich einerseits gut, aber wenn man auf Pokéjagd ist, kann das natürlich auch ein Nachteil werden. Aber ist Supercells Geschichte. Zurück zu deiner Base, Xernax. Ich würde dir sagen, ist eigentlich eine schöne Base. Jo. Top. Jo, ich würde dann mal sagen, das war's dann mit der heutigen Besuchsfolge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, lasst ruhig ein Abo da und werdet Player gerne und Hipster. Und wenn ihr mal auch besucht werden wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas.